So, wir steigen hier in die Prüfungsfahrt ein. Wir sind vom TÜV hochgekommen, die Straße. Die haben wir schon so oft gefilmt, das wollen wir jetzt nicht mehr filmen. Und es hat geheißen, vom TÜV hoch links und dann gleich wieder links. Das heißt also, wir sind hier auf dem rechten Fahrstreifen. Passt alles. So, dann geht's schön weiter. So, und dann fahren wir die nächste da vorne rechts weiter. So, genau, schon den Blinker setzen, rechtzeitig schön einordnen, den Spiegelblick nicht vergessen. Und jetzt wichtig, wir haben den grünen Pfeil, ihr könnt fahren. Okay, runterschalten vor der Kurve. Schön weiter und hier natürlich alles Tempo 30 und jetzt kommen wir auf den Sternplatz. Wir haben hier jetzt erstmal Vorfahrt, da rechts ein verkehrsberuhigter Bereich ist. Ihr müsst aber trotzdem langsam sein hier. Ihr müsst hier auf die Fußgänger achten. Da kommen teilweise auch Radfahrer angefahren hier schön rüber und auch darauf achten, dass ihr auf der rechten Seite bleibt hier. Richtig schön rechts bleiben. Genau, und dann wieder nach links fahren. Okay, Sternplatz überwunden, weiter geht's. Und schön 30 fahren. Hier wird immer rechts vor links vermutet, ist es aber nicht. Hier haben wir verkehrsberuhigten Bereich, aber sie ist auch ziemlich hergedüst. So, wenn so ein Hindernis ist, wie der LKW, gleich schauen, ob wir vorbeifahren können. Und dann gleich vorbei und wir fahren jetzt dann da vorne die nächste links weiter. So, wir fahren praktisch jetzt kurz nach der Prüfung. Also die Prüfung war jetzt genau eine Fahrstunde vorher sozusagen. Und es war jetzt auch das erste Mal hier an der Kreuzung, dass wir an der Prüfung absolut keinen Gegenverkehr hatten. Das war also ganz gut. Das heißt also, ihr müsst hier natürlich aufpassen mit dem Gegenverkehr, weiter vorfahren, sonst dass wir über die Ampel kommen. Wow, 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 wow. Das war jetzt... Das wäre jetzt durchgefallen gewesen, wenn es jetzt eine Prüfung gewesen wäre. Da Gegenverkehr gekommen ist, schon beim Linksabbiegen müssen wir auf den Gegenverkehr achten. Also, das wäre jetzt eine kurze Prüfung gewesen, das heißt, wir wären jetzt dann gleich wieder nach links zurück zum TÜV und wir hätten ein bisschen früher Feierabend gehabt. So, wenn so ein großer LKW vor uns fährt, einfach ein bisschen mehr Abstand lassen, dass man gerade die Ampeln und so richtig und rechtzeitig sehen kann. Und trotzdem natürlich schön dranbleiben und in den dritten Gang schalten. So, hier kommen jetzt dann diese irritierenden Schilder, an denen wir alle 60 fahren, weil sie nicht auf die Zusatzschilder schauen, das heißt also, ihr braucht jetzt nicht 60 fahren, da wir nicht 22 Uhr haben, sondern jetzt ganz normal beschleunigen und ganz normal schalten. So, und dann hat der Prüfer gesagt, wir fahren die nächste rechts Richtung Böblingen. Wir fahren die nächste rechts Richtung Böblingen. Einfach aufs Schild schauen, wo Böblingen steht, dann jetzt den Blinker rechts. Und jetzt, wenn es geht, gleich rechts rüber wechseln. Und da hat der Fahrschüler vorher, das war kein Fahrschüler, der Prüfling, ein bisschen Mist gebaut. Der hat es irgendwie nicht geschnallt, dass es hier rechts rausgeht. Und der ist ziemlich lang links geblieben. Und ist dann im letzten Moment rüber und hat noch Glück gehabt, dass er richtig geguckt hat und dass er niemand behindert hat und so. Und das heißt, solltet ihr an der Prüfung mal was nicht blicken und ihr merkt, ihr seid auf dem falschen Fahrstreifen, dann fahrt lieber auf dem falschen Fahrstreifen weiter, bevor ihr irgendwie so eine komische Aktion macht und irgendjemand dann die Vorfahrt oder weiß ich was nehmt. Also dann lieber weiterfahren, weil ihr könnt eigentlich nicht durchfallen wegen Falschfahren, aber ihr könnt natürlich durchfallen, wenn ihr einen Fahrstreifenwechsel macht und jemand anderen behindert oder gefährdet. So, jetzt geht es hier ganz normal weiter, schön um die Kurve und
nicht zu schnell um die Kurve, sondern einfach so schön locker. Nicht, dass wir da in den Sitz reingepresst werden. So, und jetzt seht ihr, jetzt kommt ein wichtiges Schild für euch. Wir müssen jetzt nämlich dann auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hier seht ihr, in 200 Meter. Ihr braucht also keinen Stress machen. Aber jetzt Blinker rechts. Dann richtig schön im Spiegel schauen. Und immer beim Fahrstreifenwechsel wichtig, ein kleiner Schulterblick, dann, dass niemand neben euch fährt. So, und dann ganz normal weiter. Ja, ganz normal. So weiterfahren. So, jetzt gleich ein bisschen langsamer werden, vorausschauend fahren. Da vorne ist ja nur schon das Ortsschild, also müssen wir da vorne 50 fahren. Das heißt auch bremsen, dritter Gang. Und jetzt wird die Ampel rot, das heißt, wir müssen sowieso anhalten. Also einfach die Kupplung drücken, einfach bremsen, anhalten. Gar nichts mehr machen, nicht mehr runterschalten, nichts mehr, weil wir können nicht weiterfahren. So, und jetzt im Stehen in Ruhe alles machen. Wenn sich fremde Zuschauer wundern, warum immer dritter Gang bei 50, das Auto hier, das ist ein Skoda und der ist irgendwie so komisch, das heißt, wir können 50 leider nicht im vierten Gang fahren, weil da die Drehzahl so komisch ist, da muss man also praktisch immer im dritten Gang fahren. Normalerweise fährt man natürlich 50 im vierten Gang, bei manchen Autos könnte man sogar im fünften Gang fahren, außer im Skoda, da muss man halt im dritten Gang fahren. So, wir bleiben hier ganz normal weiter, schön wieder im dritten Gang und dann ganz normal und locker wieder 50 fahren. So, dann kam die nächste Fahrtanweisung von dem Prüfer. Wir fahren die nächste links weiter. Und das heißt, ihr könnt hier auf dem rechten Fahrstreifen bleiben. Ihr müsst nicht auf den linken Fahrstreifen wechseln. Der Fahrschüler vorher in der Prüfung hat es gemacht. Er hat sich also ein bisschen schwerer gemacht. Das heißt, er hat auf den linken Fahrstreifen gewechselt und musste natürlich dann aus dem linken Fahrstreifen aus abbiegen. So, wenn wir ein bisschen langsamer auf das Auto drauf zufahren, ist das irgendwie ein bisschen angenehmer. Da kriegt man nämlich nicht so Angst. So, dann geht es schön los. Schön Gas geben. Zweiter Gang. Immer nach einer Fahrzeuglänge in den zweiten Gang. So, und jetzt wird einfach schön in unserem rechten Fahrstreifen nach links abgebogen. Ganz locker und ganz lässig. Wunderbar, schön rum. Und jetzt kommen gleich zwei Höchstschwierigkeiten. Oh, da ist schon ein bisschen was eingebaut, ein kleines Hindernis. Ihr seht, da steht ein Hindernis. Ihr müsst jetzt gleich reagieren, jetzt gleich gucken, gleich den Blinker links und wenn es geht, rüberfahren. Hat sich sehr gut gemacht. Ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie mit der Kamera rumschwenken, dass ihr das seht, sondern man muss natürlich in den Spiegel schauen, man muss den Blinker setzen, muss gucken, dass von hinten niemand kommt. Und wichtig ist immer dieses tolle Wort, vorausschauende Fahrweise. Ihr müsst natürlich dieses Auto rechtzeitig sehen, dass er rechtzeitig darauf reagieren kann. Nutzt die Phasen an roten Ampeln jetzt zum Beispiel wie hier, wenn ihr in der Prüfung seid, einfach zum Erholen wieder ein bisschen. Also gucken, dass ihr einfach ruhig seid, dass ihr nicht angespannt da sitzt. Mal tief durchatmen und dann geht es dann wieder weiter. Und wie gesagt, jetzt kommen echt ein paar schwierige Sachen hintereinander weg. Da vorne gibt es irgendwelche Probleme mit dem Losfahren. Ah, eine Fahrschule natürlich. Nein, kleiner Spaß. So, also schön los, schön Gas. Komm, ganz normal Gas, dritte Gang hier. Ganz normal fahren, auch an der Prüfung. Nicht irgendwie besonders vorsichtig, sondern ganz normal. So, wir möchten jetzt die nächste rechts fahren. Und jetzt seht ihr hier schon, haben wir einen Radweg. Das heißt also, Spiegelschauen, Blinker, bremsen, runterschalten. Und jetzt unbedingt vor dem Abbiegen nicht anhalten, weiterfahren, einen Schulterblick jetzt. So, wir fahren gleich wieder rechts, das heißt wieder genau das gleiche, Schulterblick, enge Kurve, schön rum und aufpassen von vorne, da wird es ziemlich eng, wenn jemand entgegenkommt, sehr schön. Und dann fahren wir jetzt die nächste links weiter. Also ganz schön schwierig hier, dieses
zweimal hintereinander abbiegen mit dem Rad weg. Hier haben wir rechts vor links, das heißt langsam gehen, ersten Gang, dass nichts passieren kann, rechts schauen, alles frei, vorne ist frei, können wir schön abbiegen. So, dann sind wir hier in die Straße reingefahren, ganz normal. So, und was wir jetzt nicht machen, wir haben hier bei diesem schwarzen Auto, das steht immer noch da, eingeparkt. Das Einparken war, naja, fragt ihn selber. Aber irgendwie sind wir dann drin gestanden, nach neu erfundener Methode und sind dann weitergefahren. So, hier war er für meinen Geschmack jetzt der Fahrschüler an der Prüfung einfach zu schnell. Und das ist das, wo du als Fahrlehrer immer hilflos daneben sitzt und immer denkst, oh, fahr doch langsamer. Und nö, da wird dann voll die Kanne durchgefahren. Das war echt ein bisschen heftig. Und da kam es auch, dass er da vorne ein bisschen die Orientierung verloren hat. Weil hier ein ganz wichtiges Schild, dieses blaue Schild. Wir dürfen nur rechts weiter. Und ihr müsst natürlich jetzt rechts blinken. Und einen richtig schönen engen Rechtsbogen fahren hier. Und unbedingt links gucken, dass niemand kommt. An der Prüfung sind wir vorher hier jetzt eine Weile gestanden, weil der Fahrschüler sich da erstmal eine Überlegauszeit nehmen musste. Und ich schon befürchtet hat, er fährt geradeaus weiter. Also für mich hat irgendwie so ausgesehen, er will jetzt einfach geradeaus oder links weiterfahren und ist dann irgendwie im letzten Moment dann links weitergefahren. Und jetzt hat mich der Prüfer etwas verblüfft. Jetzt sind wir gefahren und jetzt hat er auf einmal gesagt, so, suchen Sie sich mal eine Stelle zum Umkehren. Und wir machen das jetzt genau so, wie es der Fahrschüler an der Prüfung gemacht hat, dass ihr mal seht, was Fahrschüler an der Prüfung so machen. So, guck mal, tu mal langsam, halt mal an und setz den armen Fahrschüler nicht unter Druck. So, und jetzt passen wir vorbei, jetzt kannst du weiterfahren. Komm, jetzt schön weiterfahren. Also macht es immer so, wenn jemand einparkt, auch wenn es kein Fahrschüler ist oder irgendwas, dann tut einfach langsam, lasst ihn in Ruhe einparken. Weil wenn ihr dann so aggressiv ranfahrt oder auch zu dicht ranfahrt, dann ist es einfach so, dass für den dann noch schwerer ist. So, auch wenn ihr die Aufgabe habt, umkehren, müsst ihr aufpassen mit rechts vor links. Gell? Da ist jetzt der Fahrschüler vorher volle Kanne dran vorbeigefahren, hat halt so pseudomäßig ein bisschen reingeguckt, so pseudomäßig. Ganz normal weiterfahren, wenn ihr umkehren müsst. Ihr müsst halt die Augen aufhalten und schauen, ob was kommt. Und wie gesagt, es gibt bestimmt 1000 gute Sachen hier zum Umkehren, aber ich zeige euch mal, was er jetzt versucht hat erstmal. Also hier haben wir wieder rechts vor links. Ich hätte hier jetzt zum Beispiel rechts fahren können und dann zum Bogen und dann wäre ich wieder zurückgekommen. Aber er hat gedacht, ach komm, fahren wir doch da oben mal rechts weiter. Also jetzt die nächste rechts. So, und dann ist er jetzt ganz langsam geworden. Also jetzt schön langsam werden. So, und jetzt halt mal hier an. So, guck mal. Hier ist die schmalste Stelle. Und er hat erst mal versucht, hier, wir machen das jetzt mal echt, lass mal mich kurz, gib mir das Lenkrad, die Pedale. Er hat, ist so hingefahren, dass er mal selber was an der Prüfung passiert. Dann hat er überlegt und dann hat er das gemacht. Also sehr sinnvoll. Ich dachte erst, er will hier hochfahren. Oder irgendwie sowas, das klappt nicht. Dann sind wir wieder da gestanden eine Weile an der Prüfung. Das ist immer so ein Ding, alle so im Auto, so. Und dann hat er wieder so überlegt und hat er gesagt, ich suche mir eine andere Stelle. Und dann hat der Prüfer, oh, okay, dann sind wir also wieder ein bisschen zurück. So, und dann sind wir dann so vorgefahren. So, ganz langsam. Dann habe ich gedacht, oh Gott, was macht sie jetzt wieder? Und dann aber echt, dann auf einmal so, hat er geguckt. Und dann ist er gefahren, so rüber, so, und dann ist er voll nach rechts. Dann ganz spannend war es, sind wir hier so immer Zentimeter für Zentimeter weiter auf das Tor zu. So, und habe ich gedacht, oh, halt an, dann hat er Gott sei Dank angehalten, Rückwärtsgang, voll nach rechts, so. Dann ist er zurück, so, jetzt kannst du wieder, und dann jetzt voll nach rechts, volle Kanne. Und dann sind wir hier raus. Also eigentlich gar nicht schlecht gemacht dann noch. Aber der Anfang war natürlich schon ein bisschen komisch da mit dem Berg. So, aber jetzt hat man wieder eine Stelle. Seht mal, wie blöd diese Stelle hier ist. Da kommen nämlich die Autos von oben runter. Also damit er hier
richtig, und das ist rechts vor links, weil die Autos kommen ja auch von rechts. Das heißt, ihr müsst hier richtig den Kopf drehen. Also fährst jetzt schön hoch, schön die Kupplung raus, lass die Kupplung raus. Das ist das Geheimnis vom Anfahren am Berg, dass man die Kupplung rauslässt. Sonst kann das Auto nicht fahren. Genau, schön langsam. So, und jetzt den Kopf drehen und richtig hier hoch gucken, dass niemand kommt. Und dann geht es hier rein und auf die rechte Seite. So, also hier habe ich dann schon gedacht, oh, aber war noch alles okay. Dann ganz normal weiter, jetzt wieder zweite Gang. Aufpassen, dass niemand kommt. Also ihr seht jetzt, wenn das war jetzt die Prüfung sozusagen, jetzt sind beide Grundfahraufgaben weg. Also einparken war, hat geklappt, einigermaßen umkehren, bisschen umständlich, aber hat auch geklappt. Das heißt, jetzt kommt, wir waren in der Stadt, jetzt kommt dann noch die Außerortsfahrt. So, guck mal, ein bisschen vorausschauen, der kann gar nicht weg. Das heißt, du hältst jetzt einfach an, nimmst den ersten Gang und gehst einfach weiter. Also nicht in die Engstelle reinfahren, das bringt nichts. Auch wenn die Hindernisse auf ihrer Seite hat, einfach stehen bleiben, da tue ich mich vielleicht. Seht ihr, diese Straßen sind so blöd hier, weil es ist alles rechts vor links. Also auch wenn das Auto praktisch fast auf euch zufährt, müsst ihr das natürlich trotzdem rauslassen, wenn das Auto da runterkommt. Also hier ist rechts vor links und natürlich, wenn hier ein Auto rauskommt, ist auch rechts vor links. Also ganz wichtig. So. Jetzt da vorne, an der Ampel, fahren wir links weiter. Darf ich auf der Seite? Sie fragt, darf ich auf der Seite und zeigt nach links? Hoffentlich nicht, sondern natürlich müssen wir hier auf der rechten Seite bleiben. Also von mir aus schon, von mir aus dürfte schon, aber so vom Straßenverkehrsdings her nicht. Hä, hey, da gibt es ja drei, oder? Ja, ihr merkt, wir haben uns gerade unterhalten über die ganzen Fahrstreifen und so hier beim Linksabbiegen. Wir haben hier nur einen Linksabbieger-Fahrstreifen. Der rechts neben uns geht gerade oder rechts. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch den Fahrstreifen auf der anderen Seite raussuchen. Und wir gehen jetzt aber in den mittleren Fahrstreifen oder hier noch in den rechten. Gucken wir mal, schön großer Bogen. Genau, also in den rechten. Und wir fahren links weiter, weil wir haben hier zwei Linksabbieger-Fahrstreifen. Und wir nehmen immer den rechten. So, ganz normal in den zweiten gehen, ganz normal weiterfahren, auf die Ampel schauen und ruhig ein bisschen im Gas, nicht auf die Ampel zu und bremsen dann. Wichtig ist, ihr dürft nicht auf Ampeln zurollen, sondern ihr müsst mit Gas auf die Ampel zufahren, dass er dann auch drüber kommt. So, auch jetzt haben wir uns gerade wieder unterhalten an der Ampel und zwar linker oder rechter Fahrstreifen, das ist immer so die Frage. Und zwar, ihr habt freie Fahrstreifenwahl, ihr könnt also in der Stadt fahren, wo ihr wollt, aber ich finde es halt immer besser, ihr bleibt auf dem rechten Fahrstreifen. Und vorher an der Prüfung ist leider wieder das passiert, dass der Fahrschüler sich ab und zu mal so eine kleine Auszeit genommen hat. Oder er hat revolutioniert, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist er jetzt die ganze Zeit links gefahren. Und das machen wir jetzt auch mal. Also jetzt praktisch so ein kleines Schritt. Wir machen jetzt einen Fahrstreifenwechsel nach links. So, jetzt bleibst du immer auf dem linken Fahrstreifen. Es ist nicht falsch, wie gesagt, freie Fahrstreifenwahl. Ihr müsst halt gucken, dass ihr auf alle Fälle 50 fahrt. Also ja, nicht langsamer wie 50, da im Normalfall die Autos, die ein bisschen schneller fahren, obwohl sie es nicht dürfen, auf dem linken fahren. Und da seid ihr dann schon so eine kleine Verkehrsbehinderung und alle versuchen rechts an euch vorbeizufahren. So, der Prüfer hat nichts gesagt, wir müssen geradeaus weiterfahren. So, und jetzt hat der Fahrschüler gerade noch auf einmal gemerkt, Gott sei Dank, hier geht's nur links. Also jetzt musst du sofort Blinker rechts machen, musst natürlich nach hinten gucken, und in die Mitte wechseln. Geradeaus ist der mittlere Fahrstreifen hier. So, und den Blinker wieder ausmachen. Und guck mal, du musst ein bisschen früher bremsen, weil du kommst immer viel zu schnell auf die Autos zu. Also so bremsen, dass wir hinter dem Auto ganz normal anhalten und keine Vollbremsung machen. So, wenn er jetzt mal schaut, hier prüfungstechnisch wieder. Der Prüfer braucht nichts sagen oder er sagt, wir fahren geradeaus weiter. Wenn er nichts sagt, müsst ihr auch geradeaus weiterfahren. Das heißt, wir sind jetzt auf dem richtigen Fahrstreifen und wir müssen da den Berg hoch. Manche Prüfer sagen auch, wir fahren da vorne den Berg hoch, um das ein bisschen deutlicher zu machen, dass ihr auf dem linken Fahrstreifen müsst. Und hier sind dann ganz normal 50. Wir sind hier vorher mit 40, 45 hochgefahren und wurden trotzdem überholt hier an der Prüfung. Das war echt krass. Ja, jetzt haben wir auch wieder so ein Problem. Sie sagt gerade 30, aber das ist so ein Wunschschild. Da steht
in Lustnau 30 wegen den Kindern. Das hat praktisch die Stadt so aufgestellt, aber das ist kein offizielles Schild. Und wir fahren hier ganz normal 50 hoch. Und jetzt kommt eigentlich der entspannendere Teil von der Prüfung. Das heißt, wir kommen jetzt dann raus aus Tübingen und im Normalfall kann man sich schon vorstellen, was der Prüfer dann macht. Der fährt jetzt natürlich weiter nach Frohndorf, fährt den Berg runter zur Kraftfahrstraße und fährt dann über die Kraftfahrstraße zurück und dann wahrscheinlich zum TÜV. Also so habe ich es mir gedacht, wo wir hier hochgefahren sind, und so war es dann im Endeffekt auch. So, also hier geht es dann sehr lässig raus. So, hier sind die 50 vorbei. Das heißt, jetzt könnt ihr Gas geben, richtig schön Gas geben. Aber ihr seht, da oben ist wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also dann meine ich totales Vollgas geben, sondern wir müssen da 70 fahren. Also gucken wir, dass wir schön auf 70 wieder runterkommen und dann schön mit 70 weiterfahren. So, ein ruhig in Fahrten anschalten jetzt. So, dann sind hier die 70 wieder aufgehoben. Also kann ich ein bisschen schneller fahren. Ihr braucht aber jetzt nicht wahnsinnig Gas geben, sondern jetzt kommt gleich Frohndorf. Und es ist ja auch unangenehm, wenn er da voll abgeht, sondern einfach, das hört sich immer so blöd an, aber einfach normal fahren, so dass man drin sitzt und nicht irgendwie voll Angst kriegt und so. So, und jetzt Achtung. Hier haben wir jetzt wieder 70 und dann kommen gleich 50. Also jetzt wieder ein bisschen langsamer werden. Dann wieder den dritten Gang. Dann an der Prüfung schaut man schön das Alppanorama da drüben, die Schwäbische Alb. Da kann man sich wieder ein bisschen entspannen, wenn man den Blick drüber schweifen lässt. Herrlich. Solche Sachen kriegt man während der Prüfung geboten hier. So, und jetzt geht's rein nach Frohndorf. Jetzt heißt es wieder Konzentration auf den Verkehr. In Frohndorf haben wir immer geparkte Autos. Natürlich Autos, die einem entgegenkommen. Busse können mir entgegenkommen. Das heißt, ich muss wieder weit vorausschauend fahren. Ein bisschen planen. Jetzt zum Beispiel gleich langsam, so gleich die Kupplung. Blinker links setzen, gleich in den ersten Gang. Schön weiterfahren, ganz langsam weiterrollen. Und wenn das Auto weg ist, einfach vorbei. Seht ihr? So schön kann man das machen. Einfach schön Gas. Und wieder in den zweiten Gang gehen. So, und wenn nichts ist, dann kann ich natürlich richtig schön fahren. Aber nicht zu schnell warten, weil nach der nächsten Kurve kann schon wieder ein Auto stehen. Immer ein bisschen da damit rechnen. Ah, und wir freuen uns aber, dass die Rennradler wieder unterwegs sind. Das ist doch schön. Die kommen uns jetzt wieder auf der Straße. Wenn sie entgegenkommen, ist nicht so schlimm. Aber wenn wir die überholen müssen, außerhalb geschlossener Ortschaften, dann wird es immer ein bisschen heftig. Vor allem an der Prüfung. So, wir können jetzt auch wieder den dritten Gang nehmen. Das ist ein bisschen angenehmer. So, jetzt hier schön locker durchrollen. Ein bisschen darauf achten, falls irgendwelche geparkten Autos sind. Ja, schön nicht auf unserer Seite. Geht schön weiter. So, schön lässig weiterfahren. Und was jetzt vorher eine Prüfung war, hier ist der Fahrschüler auf einmal abgegangen wie die Sau. Also ich weiß nicht, was da auf einmal los war. Hier ist immer schneller geworden. Wir sind da um die Kurve rum. Das war echt schon fast kriminell. Und Gott sei Dank ist uns da niemand entgegengekommen. Und dann sind wir hier auch richtig flott mit 50 runter unten auf die Kurve zugebrettert. Ich habe gedacht, was geht jetzt ab? Das ist immer so, wenn du als Fahrlehrer, der hier drin sitzt in der Prüfung, das ist echt immer interessant, was Fahrschüler manchmal für Ideen haben.
Und das Schlimme ist, man darf ja nichts sagen. Also du sitzt einfach neben dran und schaust dir das an. Weil hier ging es noch einigermaßen, aber da unten, wenn es dann rausgeht, da hat er dann richtig Gas gegeben. Gell? Nein, lieber nicht. Einmal am Tag reicht. Also ihr müsst halt einfach normal, wie gesagt, das hört sich immer so blöd an, dieses Wort, aber einfach normal fahren. Also nicht so, hier zum Beispiel hat er jetzt voll Gas gegeben, da sind wir dann voll abgegangen. Und das ist einfach Quatsch, hier viel Gas zu geben und vor den Kurven dann wieder voll runter zu bremsen. Und einfach jetzt ein bisschen sanft bremsen und schön durch die Kurven davon. Der Prüfer, der muss sich einfach wohlfühlen, wenn er da drin sitzt. So, ganz locker weiterfahren. So. Langsam ein bisschen und schön locker um die Kurven rumfahren. Und auch nicht so bremsen, dass man es merkt, dass du bremst, sondern man kann so bremsen, dass man es überhaupt nicht merkt. Und schön durch die Kurven durchfahren. So jetzt. Schön weg vom Gas, das Auto rollen lassen. So, und jetzt musst du bremsen. Schön bremsen und dann richtig bremsen. Schön in die Kurve reinschauen und schön rum um die Kurve. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Weg von der Bremse, sonst wird man zu langsam. Schon wieder ein Radfahrer. So, richtig gemütlich hier runterfahren. So, jetzt kannst du ein bisschen Gas geben hier. Dann aber gleich wieder weg vom Gas, dass wir nicht zu schnell werden. Ganz lässig bremsen vor der Kurve, ein bisschen bremsen und weg von der Bremse. Das Auto durch die Kurve rollen lassen, das ist immer am besten. Kein Gas geben, einfach rollen lassen. Ganz, ganz, ganz sanft ein bisschen bremsen und schön rein in die Kurve und ein bisschen mehr bremsen jetzt vor der Kurve. Nochmal ein bisschen bremsen, ein bisschen mehr und schön rum und weg von der Bremse. So, schön durch. So, schön lenken. Und jetzt haben wir es geschafft, die Schikanen. Jetzt können wir ganz normal Gas geben und locker in den vierten Gang schalten jetzt und schön runter. Dürfen wir hier fahren. Müssen wir nicht, aber wir dürften es theoretisch. Vorher war ein Porsche hinter uns, der hier Slalom gefahren ist. So, irgendwie so ein Vollidiot und der hat die ganze Straße gebraucht hinter uns. Und ich weiß nicht, was er da vorhat. Ich dachte erst, er will uns überholen, aber ist hier einfach die ganze Zeit Slalom gefahren auf dieser Strecke. Macht Spaß wahrscheinlich. Okay, wir fahren jetzt weiter Richtung Tübingen, also rechts rein in die Kraftfahrstraße Richtung Tübingen. Das heißt, ganz normal Spiegel schauen, Blinker setzen. So, dann schön locker bremsen. Und jetzt am besten gleich von dem vierten in den zweiten Gang runterschalten. Dann zeigt er dem Prüfer, dass ihr Gänge überspringen könnt und schön weiterfahren. Und Achtung, du hast Vorfahrt gewähren. Du musst also die durchlassen. So, schau auf den Bus, geh gleich in den ersten. Hopp und weiter, komm. Hopp, auf geht's. Hopp und gleich in den zweiten. So, jetzt linker links, schön weiter hier, linker links, schön hier bleiben. Dann müssen wir schauen, und wenn nichts kommt, fahren wir hier mit Vollgas rein. So, hopp. So, gehen wir hier schön rein, den Blinker aus. So, und jetzt gehen wir vom dritten in den fünften Gang. Nicht immer nach links ziehen, du ziehst jetzt gerade vor lauter Angst die ganze Zeit nach links, sondern einfach im rechten Fahrstreifen bleiben. So, und dann an der Prüfung könnt ihr hier ruhig, wenn es geht, 120 fahren. 120 sind ja erlaubt. So, aber jetzt nicht schneller, jetzt würde ich ein bisschen langsamer tun, einfach taktisch fahren, weil ich möchte nicht unbedingt hier anfangen, die ganze Zeit zu überholen. Sondern ich bleibe jetzt einfach so, dass ich nicht überholen muss, weil ich weiß jetzt ja auch schon ein bisschen, die Prüfung ist bald zu Ende. Der Prüfer fährt da vorne zum TÜV weiter. So, du musst dich ein bisschen mehr in die Mitte orientieren von dem Fahrstreifen. Du bist die ganze Zeit links. Du darfst dich nicht an der Linie in der Mitte orientieren, sonst passiert es wie der da vorne, dass du die ganze Zeit zu weit links fährst. So, und jetzt musst du auch an deinen Abstand denken, also nicht zu dicht auffahren. So, und ich würde es jetzt so machen an der Prüfung. Ich würde jetzt einfach den Prüfer fragen, fahren wir die nächste rechts? Und wenn er dann fragt, hör, warum oder irgendwas, dann sagst du, dann brauche ich nicht mehr überholen. Weil wir sind jetzt in so einem blöden Tempo drin, das man eigentlich überholen könnte.
Aber wenn wir die nächste rechts fahren, dann fahren wir die nächste rechts. Genau, also wir fahren die nächste rechts zufälligerweise und dann bleiben wir einfach hinter dem. Es kommt immer darauf an, ob der Prüfer denn was sagt, wenn der sieht, ihr wollt überholen, dass er dann irgendwas sagt. Oder er lässt euch einfach überholen, aber dann ist es halt einfach schwierig rüberzukommen. So, beim rechts rausfahren, jetzt aus der Kraftfahrstraße, müssen wir also wieder ganz normal bei der dreistreifigen Barke den Blinker rechts setzen. Also jetzt Blinker rechts. So, dann schön die Geschwindigkeit halten, nicht zu langsam werden. So, und jetzt weg vom Gas. Dann hier schön einordnen, von Anfang an reinfahren. Und jetzt sofort, wenn wir drin sind, anfangen zu bremsen. Und runtergehen auf 50 und in den dritten Gang gleich. Also jetzt in den dritten Gang schalten und wirklich kurz auf den Tacho gucken. Kupplung raus, auf den Tacho gucken, dass wir 50 haben und schön hier rumfahren. Dann fahren wir jetzt die nächste rechts weiter. Und jetzt ist es wichtig, langsam ganz rechts bleiben und jetzt gleich anfangen runterschalten. Gleich runter in den zweiten. So ganz langsam werden jetzt in den ersten. Ja. Jetzt kann ich nämlich schauen. So, komm, und weiter, alles frei. Wenn ich nämlich so langsam angefahren komme, dann kann ich schauen und kann gleich weiterfahren und muss nicht anhalten. Und gleich wieder in den zweiten Gang gehen. So, wir fahren dann jetzt die nächste links weiter. Bisschen langsamer werden. Auch jetzt wieder. Jetzt langsam fahren, weil dann kann ich jetzt anfangen mit schauen. Jetzt in den ersten Gang gehen. So, vorrollen. So, da kommt einer, stoppt. Der blinkt ziemlich spät, sonst hätten wir gleich fahren können. Und jetzt warten wir einfach. An der Prüfung gehen wir kein Risiko ein. Da warten wir. Und jetzt nachdem ist alles frei und los geht's. Auf geht's, komm. Schön Gas. Ab und zweite Gang. Boah, nicht nochmal Gas geben, sondern einfach in den zweiten Gang schalten. Sonst wird es unangenehm. Schalten gleich wieder. So, und jetzt 50 fahren. Hier sind überall 50, nicht schneller werden. Und wir gehen jetzt die nächste links weiter Richtung TÜV. Und jetzt nochmal richtig glänzen an der Prüfung. Nochmal richtig in den Spiegel schauen, den Blinker setzen. Schön zur Mitte hin einordnen, schön langsam werden jetzt. Achtet darauf, dass hier keine Fußgänger sind. Jetzt im richtigen Moment runterschalten, den zweiten Gang. Hopp, Kupplung raus und abbiegen. Abbiegen, nicht warten. Komm einfach rum, das ist alles frei. So, und los geht's. Schön Gas und schalten. Und jetzt seht ihr, was ich noch besser finde wie Radfahrer, sind Inline-Skater auf der Straße. Die haben hier überhaupt nichts zu suchen. Und guck mal. Boah. Hi, kann ich dich überfahren? Ach, mit den schönen Dressen, was sie immer anhaben. So, gell? Mach Blinker links. Und schöner Abstand jetzt. Schön vorbei. So, guck mal. So gerne, dass der ist. Was soll man das sagen, gell? Aber so. Schön 50 hinter uns. 1 Meter Abstand haben wir einen Bus, dem du zu langsam fährst. Ist auch interessant. Guck mal, wie das im Spiegel aussieht immer. So, wenn man so einen Bus hinter sich hat. Dann können wir mal so nach hinten filmen. Jetzt sehen wir das auch. Ganz interessant. Nicht irritieren lassen, einfach ganz normal weiterfahren. So, und ihr habt es jetzt fast geschafft. Jetzt müsst ihr nur noch nach vorne davor fahren, links, und dann sind wir schon beim TÜV und dann ist die Prüfung aus. Jetzt also gar kein Risiko mehr eingehen, schön rüberfahren, ganz normal weiter. Und dann wieder schön rausfahren. So, jetzt einfach schön in den Innenspiegel schauen, Blinker links. Und dann gehst du da vorne, wo das Auto rauskommt, links rein. Schön runterschalten, den zweiten Gang. So, dann schön die Kupplung rauslassen. Und rüber. Und jetzt, wenn ihr unbedingt noch durchfallen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit, wenn ein Auto kommt. Hier ist diese lästige rechts vor links vom TÜV. Also hier unbedingt nochmal reinschauen, richtig dem Prüfer zeigen, dass er das geguckt hat und dann schön weiterfahren. So, schön aufpassen. Jetzt kann er, ihr habt nur noch 200 Meter. Vor allem aufpassen, dass nicht ein Auto entgegenkommt hier. Jetzt einfach
um das rote Auto rum und dann rechts rein. Jetzt also Blinker rechts und jetzt in den ersten Gang gehen. Langsam, Kupplung in den ersten Gang. So, und jetzt hier scharf rechts rein, dann gerade vor und neben das Auto ranfahren, jetzt voll nach links, so, und dann halten wir hier an, gerade lenken, hopp, gerade lenken, und stopp, das war die Prüfungsstrecke.